Solange ich denken kann, bekriegen sich die Völker Aventasiens. Eine einzige gewaltige Schlacht zwischen Menschen und Orks, Zwergen und Schatten, Elfen und Hexern. Und ich mittendrin. Ich hatte einfach genug davon. Genug davon, für die eine oder die andere Seite die Knochen hinzuhalten. Genug davon, entweder Befehle auszuführen oder um mein Leben fürchten zu müssen. Ich habe eine Gelegenheit beim Schopf ergriffen und von nun an habe ich mein Leben selbst in der Hand. Was könnte schon schiefgehen? Es war so, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Ich hatte die engen Gassen der Städte hinter mir gelassen und flog mit meinem brandneuen Luftschiff der Freiheit entgegen. Und sobald ich gelernt hätte zu navigieren, würde es mich bringen, wohin ich nur wollte. Ein fantastisches Gefühl, das mir niemand nehmen konnte. Nichts und niemand. Ach, verdammt. Nathaniel Bonnet! Ich wusste, dass ich dich finden würde. Für dich, Kapitän Bonnet, meine Liebe. Der Rote will sein Schiff zurück. Dann solltest du nicht mit Kanonen darauf schießen. Ich verrate nichts, wenn du mich fliegen lässt, okay? Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Es geht um 3 Sack Gold. Köpfejagenden Orkfreunde da drüben ist nicht zu spaßen. Wenn sie das Schiff entert, könnte es aus sein mit dem Leben in Freiheit. Oder mit jedem Leben. Irgendwie muss ich ihr entkommen. Lande auf dem Eis oder trage die Konsequenzen. Und damit ganz herzlich willkommen zu The Book of Unwritten Tales, die Viehchroniken. Ein Point-and-Click-Adventure von King Art Games und Crimson Cow. Dies ist der zweite Teil der Serie. Zeitlinks allerdings ist sie vor dem ersten Teil angesiedelt und erzählt die Geschichte von Nate, den wir hier schon im Bild haben, und dem Vieh und wie die beiden sich kennengelernt haben. Und jetzt sind wir hier schon in einer sehr prekären Situation. Die Dame will uns. Und wir wollen das aber irgendwie nicht. Okay, wollen wir uns hier mal umschauen? Vielleicht können wir sie hiermit schon gleich mit der Kanone vom Himmel schießen. Ich würde Masas liebend gerne die eine oder andere Kugel rüberschicken, bevor sie Gelegenheit bekommt, die Mary zu entern. Nur sind leider weder Schwarzpulver noch Munition in der Kanone. Okay, wir haben keine Munition. Was haben wir denn hier? Im großen Fass steht noch ein kleineres. Ein Pulverfässchen. Dann wollen wir der Grünhaut mal Feuer unter dem Hintern machen. Mist, leer. Na super. Oh. Was war das jetzt? Haben wir hier... Ah, hier, Inventar. Leeres Pulverfässchen, alles klar. Okay, was haben wir hier noch? Steuerrad? Die Technik ist erstaunlich simpel. Man dreht das Rad nach links und das Schiff fliegt nach links. Man dreht es nach rechts und es fliegt nach rechts. Früher oder später bekomme ich auch noch heraus, wie man hoch und runter fliegen kann. Ja, vielleicht einfach nach vorne oder nach hinten drücken. Wäre ja möglich. So, das war das Steuerrad. Oh, eine Kaffeemühle. Vielleicht ist da Schwarzpulver drin. Das Ding da nennt man Kaffeemühle.
Die Menschen in den Ostlanden mahlen braune Bohnen damit, aus denen sie dann einen bitteren Trunk brauen. Sie sprechen ihm magische Wirkung zu, vor allem morgens. Ja, und können wir damit hier auf Sassi schießen oder eher nicht so? Ganz schön angsteinflößend, diese furchtbare Visage mit den gebleckten Zähnen. Und erst der Wolfskopf am Schiff. Ja, wäre auch ein cooles Schiff. Sassis Abfangjäger ist schneller als die Mary. Ich kann ihr nicht entkommen. Okay, ich wollte eigentlich wissen, ob wir nochmal mit ihr reden können. Früher oder später wird ihr klar werden, dass ich nicht aufgebe. Dann entert sie mein Schiff und... Okay, anscheinend können wir nicht nochmal mit ihr reden. Kaffeemühle, das hatten wir. Hier haben wir noch eine Kiste. Wichtiger als die Schätze des roten Piraten waren mir sein Schiff und die Aussicht, endlich mein eigener Herr zu sein. Aber warum sollte man sein neues Leben nicht mit ein paar Kisten Gold beginnen, habe ich mir gedacht. Oh, haben wir da schon Schätze drin? Was Schätze? Zum... Konfetti, Tröten, Partyhüte? Ich hasse Karneval. Warum ist da so ein Schrott drin? Oh, aber wir können das mitnehmen. Ich nehme etwas Konfetti, eine Tröte und so ein Karnevalsding mit. Damit habe ich genug Spaß für heute. Ah ja, okay. Ah hier, okay. Ach hey, was soll man denn damit? Sollen wir das Konfetti vielleicht da rein? Naja, über die Idee lässt sich streiten, aber es wird auf keinen Fall ohne Schwarzpulver in der Kanone funktionieren. Jetzt sag mir nicht, er hat wirklich das Konfetti da reingemacht? Nein, okay. So, was haben wir hier? Kajüte. Hier haben wir noch einen Käfig. Der rote Pirat, der Vorbesitzer der Mary, ist ein begeisterter Jäger und am liebsten jagt er Menschen. Aber seit er durch keine Tür mehr passt, schickt er lieber seine Kopfgeldjäger los, so wie Masas da drüben. Und hier haben wir eine Dampfmaschine. Früher oder später werde ich mich mit der Technik befassen müssen. Momentan bin ich einfach nur froh, dass alles läuft. Ja, fragt sich nur, wie lange. Oh, da war was, war Schlauch. Ein Gummischlauch, knapp 2 Meter lang und etwa ein Wichteldaumen dick. Wie dick ist denn ein Wichteldaumen? Mein Tipp ist, dass der Schlauch für den Wasserwechsel benutzt wird. Hörst du, Maschine? Kein Grund kaputt zu gehen oder zu explodieren. Okay. Hier haben wir noch eine Leiter. Die Strickleiter führt hoch zu den Ballons. All die Seile, Netze, Verstrebungen und Balken dort oben machen mich nervös. Du musst ja nicht da hoch. Du musst ja nicht da hoch. Was haben wir denn hier sonst noch? Dampfmaschine. Ich muss doch... Oh, Sandsäcke. Wenn ich Ballast abwerfe, könnte ich höher fliegen und vielleicht auch etwas schneller, aber egal was ich tue, ich werde Sasis Abfangjäger nicht entkommen können. Heißt, wir brauchen auf jeden Fall Schwarzpulver. Hier haben wir noch eine Weinflasche. Nom, nom, nom. Die Flasche ist leer. Aber der rote Pirat weiß, was gut ist. Der Wein hat einen Korken. Korken und Korkenzieher stecken noch im Hals der Flasche. Ja, nimm mal mit. Ich stecke nur den Korkenzieher ein. Leere Flaschen interessieren mich nicht. Vielleicht den Korken noch. Den könnten wir da in die Kanone und dann... Bumm, und dann weiß ich auch nicht. So, okay. Dampfmaschine hatten wir. Gott, hier gibt es, glaube ich, einiges. Einiges. Haben wir denn hier Leertaste? Ja, Hotspot-Anzeige ist da. Okay. Guck mal nach hier vorne, Nate. Ich möchte hier vorne noch mal gucken. So, das Steuerrad, das hatten wir. Kaffeemühle und die Kanone. Jo, hier hatten wir alles. Dann gehen wir doch mal in die Kajüte runter. Vielleicht finden wir da ein bisschen Schwarzpulver und eine Kugel oder keine Ahnung was. Oh. Ich war noch gar nicht hier unten. Ich hatte es ein wenig eilig, mit meinem Gewinn die Pirateninsel zu verlassen. Aber alles, was der Dicke hier angehäuft hat, gehört nun mir. Okay. Mir fällt als erstes das hier ins Auge. In diesen Fässern wird alles gelagert, was man auf langen Reisen sicher und trocken halten will. Trockenfrüchte, Tabak und Gummibärchen zum Beispiel. Ja, und da hängt doch ein Korken dran. Können wir den nicht nehmen? Das Fass wurde mit Teer versiegelt. Das kann ich nicht so einfach öffnen. Und der Korken hier vorne sitzt zu stramm, als dass man ihn mit bloßer Hand rausziehen könnte.
Aber wir haben doch schon einen, na, guck mal her. Korkenzieher. Da ist doch bestimmt Schwarzpulver drin. Pock. Ah. Schwarzes Pulver. Ein schwarzes Pulver. Schwarzpulver? Oder Pfeffer? Schwarzpulver. Ah, oh, Schwarzpulver. Ist ja toll. Ja, nimm das mal. Das ist Schwarzpulver. Mit dem richtigen Gefäß könnte ich etwas davon mitnehmen. Kannst du das so in die Hose stecken? Haben wir schon irgendwas? Ja, das leere Fässchen. Ach, das klappt ja ganz toll hier am Anfang. Sehen, ob das so bleibt. Genug Schwarzpulver, um Asas ein paar Ladungen vor den Bug zu schießen. Ja, okay. Schwarzpulver, alles klar. Dann gucken wir erstmal weiter hier. Den Ofen. Das Feuer im Ofen ist erloschen. Ich sehe nur noch einige glimmende Holzstücke in der Mitte. Können wir die nehmen? Glaube ich zwar nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man glühende Kohlen nicht in die Hand nehmen sollte. Mehrfach sogar. Ach so, du bist auch so einer, der dauernd auf die heiße Herdplatte fasst, weil er es nicht rafft, ja? Okay, da müssen wir dann auf jeden Fall Kohle holen. Jetzt haben wir hier noch den Schrank. Hm, ein Western-Outfit, eine Bowlingjacke, ein Oktopuskostüm, eine Federbohr, was man halt so erwarten würde. Ja, natürlich. Okay, hier hat echt jemand Karneval gefeiert. Hm, ich könnte mich als Prinzessin verkleiden und mich von einem dicken Klempner retten lassen. Na. Habt ihr das gerade gesehen? Die Statue hat mit den Augen geblinkert. Habt ihr das gesehen? Ich könnte mich als Fledermaus verkleiden, mein Anti-Abfangjägerspray benutzen und... Nein, auch nicht. Batman! Ich könnte mich als Computerspieldesigner verkleiden, das erste Kapitel umschreiben und... Nein. Okay, also man merkt schon, die Dialoge sind super. Das ist zwar kaum zu fassen, aber keines der Kostüme scheint mir in meiner Situation weiterzuhelfen. Ach, ist ja doof. Hier ist doch noch eine Hand. Willst du die nicht? Geht die? Ein Knochenarm. Vermutlich für den 31. Oktober. Da gibt's überall Paraden von Untoten und ihren Unterstützern. Wir sind untot, wir wandeln auf Erden. Gewöhnt euch dran. Okay, ja. Kannst du die jetzt nehmen? Oh, fein. Er nimmt einen Skelettarm mit. Okay. Was? Betrachte die Zeltausrüstung. Als Kind habe ich oft davon geträumt, einfach abzuhauen und mich in den Wäldern zu verstecken. Doch erstens hatte ich damals keine so gute Ausrüstung und zweitens ging das Gerücht, die Bäume wären lebendig und würden sich an Campern vergreifen. Ja, da hätte ich natürlich auch keine Lust zu gehabt. Wäre ein Fallschirm an Bord eines Luftschiffs nicht sinnvoller als ein Zelt? Ich meine, selbst wenn die Mary noch ein normales Schiff wäre, aber ein Zelt? Ja, wer weiß, du kannst ja dein Lager aufschlagen. Okay, jetzt können wir das schon nicht mehr angucken hier. Alles klar. Hier haben wir doch noch... Unterlagen. Und zu dir, Mädchen, komme ich gleich. Unglaublich, worum man sich als Pirat heutzutage kümmern muss. Krankenkasse, Piratensozialkasse, betriebliche Altersvorsorge, Unfallversicherung. Laut dieser Unterlagen ist ein Pirat mit Augenklappe und Holzbein berufsunfähig. Ja, nimm mal mit. Wer weiß. Okay. Der Papierkram war schon beim ersten Lesen langweilig. Da ist sogar die Büroklammer, die das Ganze zusammenhält, interessanter. Nimm's trotzdem mit. Ach, jetzt hat er nur die Büroklammer genommen. Okay, alles klar. Den Papierkram will er nicht. Was haben wir denn hier noch? Ah, das sieht mir sehr nach teuren Zigarren aus. Ah, natürlich verschlossen. Sieht aus, als bräuchte ich einen sehr kleinen Schlüssel oder eine verdammt große Axt. Mit einer verdammt großen Axt kannst du das Ding kaputt kloppen. Das Kästchen ist verschlossen. Ohne einen Schlüssel oder etwas in der Art komme ich hier nicht weiter. Okay, aber wir haben doch gerade eine Büroklammer bekommen. Versuchen wir das mal. Ich biege die Büroklammer auseinander. Vielleicht kann ich damit das Schloss knacken. Ach herrje, schon das erste Rätsel. Oh nee, komm ey. Ich will doch erstmal Sassi loswerden. Wie geht denn das jetzt hier? Was muss ich denn jetzt hier machen? Hä? Irgendwie so? Ja, okay.
Ja. Ist klar, dadurch, nein. Na toll. Ja, ich muss da hinten rein. Okay, ist mir schon klar. Da muss ich hin. Ach komm, jetzt mach doch nicht hier echt schon das erste Rätsel. Nee, ey. Gibt's ja nicht. Können wir da. Ach so. So. Ach komm, das ist doch so gut wie. Hallo, ich hab's doch fast. Ist doch so gut wie fertig. Ich bin doch fast da. Scheiße. Das ist aber nicht so einfach hier. Vor allen Dingen, weil die Maus dauernd irgendwie. Hallo? Hallo Maus? Kann ich nicht einfach. Mann. Super. Kann ich gar nicht mehr vorwärts. Arg. Hallo? Nochmal zurück. Aber das war doch gar schon nicht so schlecht da jetzt nochmal. So, von unten hochdrücken. Jetzt kann ich nicht weiter nach vorne ziehen. Warum nicht? Mist, muss ich das in einem Stück machen? Kann doch nicht sein. Und da. Da möchte ich darüber. Ich hab's doch fast. Donnerwetter. Nee, das ist zu hoch. Mist. Ich kann nicht richtig ziehen mehr. Komm, zieh das doch mal dahin. Es ist nicht richtig. Wir da durchgehen? Komme ich gar nicht hin. Nochmal zurück. Dadurch. Seht ihr das? Dann haut mir dauernd hier der Cursor ab. Ich kann den nicht da richtig hinziehen. Komme ich denn hier irgendwie raus? Ah ja, okay. Ach, elende Fummelei. Ich versuche später nochmal. Genau, wir versuchen das später nochmal. Wir gucken uns jetzt erstmal das Buddelschiff hier an. Mein Schiff. Oh, nicht schlecht für einen armen Jungen aus den Straßen von Huffenhausen. Aus den Straßen von Huffenhausen? Ich habe früher Äpfel gepflückt und sie poliert, bis sie unwiderstehlich aussahen. Dann habe ich sie verkauft und mir am nächsten Tag von dem Gold neue Äpfel gekauft. Viel mehr dieses Mal. Wieder habe ich sie poliert und verkauft und am dritten Tag konnte ich mir Holz für einen kleinen Marktstand leisten. Mit dem Gold, das ich mit meinem Marktstand verdiente, kaufte ich mir ein Grundstück, um Apfelbäume zu pflanzen. Auf dem Grundstück habe ich dann einen Goldschatz gefunden und bin zum Pokern gegangen. Harte Arbeit ist scheiße. Mann, ey, jetzt hat das so romantisch angefangen und dann hat das alles verpokert. Schminktisch. Töpfchen, Tiegel, Cremes, Puder, Pinsel. Alles, was man für eine Altbausanierung braucht. Harte Arbeit ist scheiße. Hier können wir irgendwas nehmen. Was soll's? Genau, Nehmen wir nimm's mit. das und das. Mit dem Kram könnte man einen Paladin glücklich machen. Und vor allen Dingen mit diesen Wattebäuschen können wir draußen beschießen. Paladin glücklich machen. Ist ja fies. Ich habe mich immer gefragt, woher der Dicke seine schweinchenrosa Wangen hatte. Jetzt weiß ich es. Ach, das muss der schönste Tag im Leben dieses Spiegels sein. Alter, bist du ein Poser, ey. Abgesehen von dem Spiegelbild kann ich nichts Außergewöhnliches entdecken. Ach, das muss der schönste Tag im Leben dieses Spiegels sein. Okay, aber wird mir noch angezeigt. Können wir denn hier jetzt noch was machen mit dem Abgesehen Spiegel? von dem Spiegelbild. Können wir noch irgendwas machen mit dem Spiegel? Ach, das muss Wattebäuschen. der schönste Ah, Tag. ja, nimm doch mal die Wattebäuschen. Nein, willst du nicht jetzt? Wattebäuschen putzen vielleicht? Nö. Okay, dann nicht. Mit dem Spiegel können wir anscheinend noch was machen. Gut, dann gucken wir jetzt mal hier bei der jungen Dame.
Oh, wie hübsch. Habe ich da einen sarkastischen Unterton gehört? Nein. Wer bist du? Die Frage ist ja wohl eher, warum ein abgerissener Matrose in der Kapitänskajüte herumschnüffelt. Ich bin der Kapitän dieses stolzen Schiffs. Stolz? Das war ich einmal. Sieh mich jetzt an. Ich bin ein Monster. Nein, du bist auch kein Monster. Sind Galionsfiguren nicht immer vorne am Schiff? Ich finde nicht, dass du wie ein Monster aussiehst. Ach doch. Ich bin alt und zu nichts mehr zu gebrauchen. Du willst nur Komplimente von mir hören, oder? Wenn es so wäre, hättest du es jetzt ruiniert. Weil du jetzt weißt, dass ich jetzt weiß, dass du nur ein Kompliment hören willst? Du hast etwas an dir, das mich wünschen lässt, ich könnte meine Arme bewegen. Nicht, um dich zu knuddeln. Okay, jetzt gibt's ja gleich noch eine Klopperei. Ich dachte immer, Galionsfiguren seien vorne am Schiff. Du meinst am Heck. Ja, richtig, am Heck. Es ist der Bug. Hä? Vorne ist der Bug. Das Heck ist Steuerbord. Oh, das wusste ich nicht. Ich sehe, du bist voll qualifiziert, ein Luftschiff zu steuern, Kleiner. Ja, das sieht so aus. Seit wann ist das Heck Steuerbord? Noch einmal, wer bist du? Ich bin die Mary. Mary? Wie das Schiff? Ich bin das Schiff. Oder was davon übrig ist. Einst habe ich die neuen Weltmeere bereist. Ich habe mich durch Wellen gekämpft und Welten erblickt, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Geht das schon wieder mit den Zitaten los? Dann gewann mich dieser rote Pirat bei einem Kartenspiel. Unter 5 Kapitänen habe ich gedient. Trinker, Piraten. Aber niemand war so schlimm wie er. Er hat aus mir ein Luftschiff gemacht. Meine stolzen Segel hat er gekappt und mir diese aufgeblähten Luftsäcke verpasst. Den Dicken bist du los. Ich, Kapitän Nate Bonnet, hab dich gewonnen. Willst du mich auch für Vergnügungsfahrten nutzen, Kleiner? Mich deinen betrunkenen Freunden und Dirnen vorführen? Ich will mit dir die Welt bereisen, auf Entdeckungsfahrt gehen, Abenteuer erleben. Freunde habe ich keine. Das mit den Dirnen, das wird sich zeigen. Hör zu, Mary. Wir beide, du und ich, werden bis zum Rand der Welt und wieder zurückfliegen. Aber dazu musst du mir helfen. Muss ich das? Neben uns fliegt ein Luftschiff. An Bord ist eine Kopfgeldjägerin namens Masas. Sie jagt mich und will uns beide zurück zum Roten Piraten bringen. Was erwartest du von mir? Ich bin kein Kriegsschiff. Und entkommen kann ich hier auch nicht. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Jeden Augenblick könnte dir von Masas eine Kanonenkugel durch den Rumpf gefeuert werden. Ist dir das egal? Vielleicht ist es das Beste für mich, hier und jetzt zu sinken. Abzustürzen. Schiffe sinken. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ich lasse mich nicht von jedem retten. Eine Lady will erobert werden. Du lieber Gott. Aber ich fürchte, dass das jetzt ein Luftschiff ist, werden sie abstürzen und nicht sinken. Das ist eiskalt. Sie kommt hier rüber, legt mich in Ketten und bringt dich zurück zum Roten Piraten. Man soll nicht immer alles so negativ sehen. Vielleicht nimmt die Sache auch ein gutes Ende. Das war das gute Ende. Das Schlechte hat mit gebrochenen Knochen und Masten zu tun. Meine Masten wurden mir schon vor Jahren genommen. Und deine Knochen interessieren mich nicht weiter. Weißt du was? Ich werde mit einer durchtrainierten, wild entschlossenen und gut ausgebildeten Ork-Kopfgeldjägerin schon alleine fertig. Das wird bestimmt amüsant. Also Mary ist auf jeden Fall ziemlich demotiviert, scheint mir. So richtig Bock hat die hier nicht. Ja, schneller fliegen vielleicht. Vielleicht würden wir schneller fliegen, wenn wir ein paar überflüssige Pfunde loswerden. Oh oh. Unverschämtheit! Ballast abwerfen, meinte ich. Ich sehe hier nur einen, den man als überflüssigen Ballast bezeichnen könnte. Oh, wieso sind immer alle so gemein zu mir? Kann das sein, dass er sich gerade um Kopf und Kragen hier redet? Ich finde, du könntest mich mehr unterstützen. Immerhin rette ich gerade auch deinen Hintern. Ist es das wert? Seitdem er nicht mehr zur Hälfte unter Wasser ist, komme ich mir so dick vor. Sei nicht so hart zu dir. Dank mir wirst du schon bald in neuem Glanz erstrahlen. Alles, was es braucht, ist eine neue Mannschaft unter der Führung eines starken Kapitäns. Leider sehe ich hier nur einen Schwachmat. Oh Mann. Karlauer.
Tö. Ja, das war ein scheiß Witz. Ich bin dein Kapitän und du solltest mich nicht kleiner nennen. Du bist jemand, der ein altes Schiff beim Glücksspiel gewonnen hat. Das macht dich nicht zum Kapitän kleiner. Ich werde der größte Luftschiffkapitän aller Zeiten. Träume sind gut, aber eines Tages wachst du auf und hängst an Seilen unter einem Ballon und spürst die Wellen nicht mehr an deinem Bug und die salzige Luft nicht mehr in deinen Segeln. Das ist mein größter Albtraum. Ich muss weiter. Als Kapitän habe ich viel zu tun. Du musst es ja wissen. Ja, vor allen Dingen müssen wir sehen, dass wir Sassi da wegkriegen. Aber wir Oh, welch können. Freude! Dein Kapitän ist da. Du bist kein Kapitän. Du bist gar nichts. Tja, das hat man mir schon mein ganzes Leben lang gesagt. Oh, nun. Also gar nichts ist vielleicht übertrieben. Ha, ich hab dir Schuldgefühle gemacht. Vielleicht mag ich dich doch. Ein bisschen. Ja, dann hilf uns. Na, was soll ich mit meinem Schiffsdrachen schon bereden? Okay. Gut. Dann war's das jetzt. Das Buddelschiff, können wir denn da noch mal irgendwas machen? Ein schönes Modell meines Schiffs, der Mary. Ein schönes Modell mit. Okay. Ja, mal gucken. Okay, das haben wir ja. Gehen wir noch mal nach hier. Ich habe das Gefühl, wir werden keine Kanonenkugel finden. Kann das sein? Müssen wir jetzt hier wirklich mit Wattebäuschen auf Sassi schießen? Ach, ey, jemine. Gut, dann gehen wir mal raus. Versuchen wir es. Mit Wattebäuschen auf den Also, Ork. was ist nun, Nate? Gibst du auf? Ja, Moment, ich suche nur meine weiße Fahne. So, dann lasst uns mal gucken. Schwarzpulver. Hatten wir das jetzt schon da? Nein, nicht den Korkenzieher. Das Fass hat schon ein Loch, Ja, ein sehr ja, ja. großes. Das Schwarzpulver da rein. Das sollte reichen. Gut, und dann versuchen wir doch mal die Wattebäuschen. Meine Theorie ist, dass die Watte durch den Luftdruck dermaßen komprimiert wird, dass sie beim Aufprall auf Sasis Schiff hart wie Stein ist. Coole Taktik, ey. So, ja, ihr Lieben, ob wir das schaffen werden, ob wir hier mit dem Wattebäuschen die Sassi vom Himmel holen werden, ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an und bis dahin, eure Trin.